Golfroutinier Ian Poulter hat Houston Open gewonnen und sich damit den letzten Startplatz für das Masters in Augusta gesichert. Der 42-jährige Engländer setzte sich im US-Bundesstaat Texas im Stechen am ersten Extraloch gegen den US-Rookie Bo Hostler durch. Beide Profis lagen nach vier Runden auf dem Par 72 Kurs im Golfclub Houston mit jeweils 269 Schlägen an der Spitze, sodass ein Playoff um den Sieg entscheiden musste. Für Poulter ist es der erste Erfolg nach sechs sieglosen Jahren. Für seinen dritten Triumph auf der US-Tour kassierte der englische Ryder Cup Held rund 1,26 Millionen Dollar Preisgeld. Die deutschen Profis Martin Keimer, Alex Zeka und Stefan Jäger waren bei der Generalprobe für das Masters bereits nach zwei Runden am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. Für Keimer war es der erste Wettkampf, nachdem er sich Ende Februar beim PGA-Turnier in Palm Beach Gardens am rechten Handgelenk verletzt hatte und eine vierwöchige Pause einlegen musste. Größer als Martin. Keimer im exklusiven Sport.de-Interview, mehr Volksfest mit Golf. Die Houston Open enden dem zweimaligen Majorsieger als Vorbereitung für das erste Major, das an SEM Donnerstag im Augusta National Golf Club beginnt.